Der maximale Kurvenspeed und die daraus resultierende Schräglage ist etwas, was viele Motorradfahrer von uns gerne können würden oder machen wollen. In diesem Video soll es ein bisschen darum gehen, wie man denn diese maximale Kurvengeschwindigkeit erreicht und so ein kleiner Leitfaden dazu. Ich möchte hier voraussetzen, dass man am besten das Video, wenn es ums Thema Bremsen gegangen ist, also aus der gleichen Serie, schon gesehen hat, weil das baut darauf auf. Weil wir starten am Ende der Geraden mit dem Bremsen und dann kommt das Einlenken und daraus resultierende ja auch irgendwo der maximale Kurvenspeed. Deswegen setze ich das voraus, ich verlinke dir das unten in der Beschreibung. Falls du das noch nicht gesehen hast, schau dir erst das Thema Bremsen an, bevor du dieses Video schaust. Grundsätzlich starten wir wieder mit dem Blick. Das ist jetzt noch der langweilige Part, bevor es in den interessantesten Part geht. Bloß ich muss den Blick wiederum voraussetzen. Stichwort Einlenkpunkt. Der Einlenkpunkt ist ja meistens ein Punkt, der gerne von Instruktoren oder irgendwelchen Rennstreckenveranstaltern in Form von Hütchen gegeben wird. Das ist meiner Meinung nach okay. Das Problem ist nur, wenn du immer mit Hütchen fährst, lernst du nie den Einlenkpunkt selbst zu wählen. Der Einlenkpunkt ist etwas, was ich voraussetze beim Bremsen mit dem richtigen Fokus setzen. Also weit genug vorausschauen beim Anbremsen, Bremspunkt, Autofokus, Fokus auf den Scheitelpunkt. Wenn ich jetzt mit dem Auge den Scheitelpunkt und den darauf folgenden Ausgang der Kurve abscanne, ergibt sich eigentlich der Einlenkpunkt in Form eines minimalen Kurvenradius. Das heißt, ich will die Kurve ja so versuchen, so gerade wie möglich zu machen, also wenig wie möglich Kurve zu fahren. Umso mehr Kurve ich fahre, desto mehr Schräglage brauche ich zwar auch, aber das ist auch nicht der Speed, den ich haben will. Das heißt, ich will ja maximale Geschwindigkeit, maximaler Kurvenspeed bei maximaler Schräglage fahren. Also muss ich letztendlich den Radius so weit, so groß wie möglich wählen und deswegen ergibt sich der Einlenkpunkt immer über den Scheitelpunkt zum Ausgang. Das heißt, ich baue quasi zurück und das passiert unterbewusst, indem ich den Blick über den Scheitelpunkt zum Ausgang setze und dann zurückbaue. Dann entsteht automatisch der Einlenkpunkt. Genauso wie beim Thema Bremsen ist hier ab dem Zeitpunkt des Einlenkens ganz wichtig, dass ich den Fokus löse vom Scheitelpunkt. Währenddessen ich beim Anbremsen noch auf den Scheitelpunkt fokussiert war und fixiert war, ist es wichtig, dass sobald das Einlenken vollstatten ist, ist die Linie gegeben. Ab diesem Zeitpunkt muss mein Blick quasi vom Boden wieder zum Ausgang wandern. Das Problem ist wieder Autofokus, Infokus. Der Scheitelpunkt wird zwangsläufig näher kommen. Alles, was nah ist, ist schnell. Wir wollen uns nicht schnell fühlen, wir wollen uns tendenziell langsamer fühlen, um schneller zu fahren. Deswegen müssen wir so schnell als möglich den Blick vom Scheitelpunkt oder den Fokus vom Scheitelpunkt entfernen und zum Ausgang setzen. Im besten Fall maximale Entfernung, Horizont fokussiert. Dann ist der Scheitelpunkt vor dir immer noch da, aber nicht mehr maximal scharf. Du erkennst aber trotzdem, ob du ihn jetzt triffst oder nicht. Das ist nämlich der entscheidende Punkt. Hin und wieder gibt es den Fall, dass du Kurven hast, die nicht hundertprozentig einsehbar sind oder die Ausgänge zumindest blind sind, also die Exits sind blind. Hier ist es natürlich wichtig, dass du im Laufe mehrerer Runden bewusst darauf achtest, wo die Ausgänge sind. Du brauchst quasi einen imaginären Ausgang, den du optisch am Eingang nicht siehst, aber ungefähr in der Himmelsrichtung erkennst, in welche Richtung du letztendlich schauen und fahren musst. Dann ergibt sich auch wieder ein Einlenkpunkt, dann ergibt sich auch wieder ein Scheitelpunkt und so weiter. Also imaginäre Ausgänge setzen, wenn die Ausgänge blind sind. Lösen der Bremse, Gasstellung und die daraus resultierende Geschwindigkeit. Das ist technisch von den Abläufen her eines der komplexeren Kapitel dieses Videos. Ganz wichtig ist, wir haben ja immer gesagt, okay, wir bremsen bis zum Scheitelpunkt, wir verzögern bis zum Scheitelpunkt, um bis zum Scheitelpunkt Druck am Vorderrad zu haben. Ja, das ist grundlegend richtig. Nichtsdestotrotz gibt die aufbauende Schräglage in das Motorrad auch einen gewissen Druck aufs Vorderrad. Durch das, dass sich das Motorrad komprimiert anhand der G-Kräften, anhand der aufbauenden Schräglage, entsteht eine Compression. Die entsteht vorne als wie hinten. Das heißt, ich kann durch aufbauende Schräglage die Bremse lösen und Druck vom Vorderrad nehmen, weil die aufbauende Schräglage ja trotzdem Druck aufs Vorderrad bringt. Im besten Fall habe ich eine Überschneidung, die dafür sorgt, dass die Gabel beim Lösen der Bremse nicht unbedingt
abrupt rausgeht, sondern eben durch den Aufbau der Kompression eingefedert wird und das Lösen der Bremse das kompensiert. Im besten Fall bleibt sie gleich. Das soll ich natürlich so smooth als möglich machen. Also das Bremse lösen und das Kurve, das Schräglage aufbauen soll so smooth als möglich sein, um keine sogenannten Druckspitzen auf den Reifen zu generieren, die unnötig sind. Wenn man nämlich zu massiv versucht, bis zum Scheitelpunkt zu verzögern, weil man das so sagt und das zu sehr auf die goldene Waage legt, passiert nämlich Folgendes. Man sagt im Fachjargon, man sticht das Motorrad ab. Das heißt, man verzögert zu lange bis zum Scheitel und wird einfach zu langsam, langsam, langsam. In dieser Zeit vergeht extrem viel Zeit und man hat so diese 5, 6, 7, 8, 9, 10 km/h vernichtet, die man letztendlich am Kurvenausgang wieder draufpacken muss. Und das kostet viel mehr Energie in Form von Grip, als wenn man schon schneller zum Scheitelpunkt hingerollt ist. Und genau da kommt die Schwierigkeit, dass man eigentlich, wenn man denkt, man ist noch zu schnell, die Bremse sofort wieder löst und ab dem Zeitpunkt des Lösens der Bremse smooth das Stützgas anlegt mit aufbauender Schräglage. Das Stützgas heißt nicht beschleunigen. Also das heißt nicht ba, sondern ba. Stützgas bedeutet 6, 7, 8, 10% Drosselklappe, um die Geschwindigkeit, die du jetzt hast, beizubehalten. Nicht weniger zu werden, aber auch nicht schneller zu werden. Das ist Stützgas. Und das muss man teilweise schon anlegen, wenn man noch denkt, ich bin noch zu schnell. Leg das Stützgas an und nimm den Blick nach vorne, weg vom Scheitelpunkt. Ab dem Zeitpunkt, wo du den Blick oder den Fokus vom Scheitelpunkt wegnimmst und Richtung Exit schaust, fühlt sich das schon viel langsamer an. Glaub mir, ich kenne das nur zu gut. Und das ist jetzt natürlich die Geduldsphase, die sogenannte Stützgasphase. Die muss ich machen, bis die Kurve zu Ende ist. Und das ist natürlich abhängig von der Kurve. Das kann eine 40-Grad-Kurve sein, das kann aber auch eine 180-Grad-Kurve sein. Umso länger muss ich diese Stützgasphase machen. Und das ist natürlich eine Geduldsfrage. Wenn ich in der Stützgasphase schon anfange, dann kann ich natürlich die Linie nicht halten, weil ich habe drei wichtige physikalische Faktoren. Das ist die Schräglage, das ist der Radius und das ist die Geschwindigkeit. Diese drei Faktoren, die kann ich nicht voneinander lösen, das ist die Physik, die kannst du nicht ändern, auch der Fahrer nicht. Deswegen müssen wir in dieser Phase der maximalen Schräglage und der Stützgasphase warten, bis die Kurve vorbei ist und vorbei ist erst dann, wenn der Kurvenexit über den letzten inneren Scheitelpunkt, sprich über den letzten inneren Punkt am Curb zum Ausgang eine so gerade wie möglich ergibt. Ab diesem Zeitpunkt ist für mich die Kurve vorbei und dann kommt der sogenannte First Touch. Der First Touch nicht hier irgendwo, sondern am Hinterreifen. Also First Touch, wo ich von Stützgas so ne, die Drosselklappe aufmache auf 30%. Das ist eine wichtige Phase, in der der Reifen viel Schlupf generiert und viel Grip dadurch aufbaut, weil Schlupf braucht man, um Grip zu generieren. Das ist ein anderes Thema. Aber da bereitest du den Reifen vor. Das heißt, dieser First Touch ist extrem wichtig für das Hinterradgrip. Und dann kommt der sogenannte Pick-up, in dem du das Motorrad voll hier wegkickst, kommen wir gleich noch zum Thema Körperhaltung, und dann konsequent beschleunigst. Aber natürlich erst dann, wenn der Exit wirklich vor einem liegt. Wenn wir zum Thema Körperhaltung gehen, das ist natürlich eines der interessantesten Themen, ist natürlich immer toll für die Fotos, verstehe ich, kenne ich, mache ich auch, vor allem wenn ich einen Fotografen sehe. Wenn ich eine Rundenzeit fahren will, achte ich dann nicht so ganz drauf, zumindest nicht auf die Optik, auf die Technik, ja. Ich sage mal so, grundsätzlich bis zum Lösen der Bremse vom Bremspunkt zum Kurveneingang ist die Körperhaltung zu vernachlässigen, weil du grundlegend noch aufrecht bist. Solange das Motorrad aufrecht ist, kannst du am Moped relativ viel machen. Vollkommen irrelevant. Fokussiere dich nicht schon am Bremsen drauf, dass du irgendwie wahnsinniges Hang-off hast. Das bringt nur Unruhe und kostet wahnsinnig viel Energie, bringt gar nichts. Ab dem Zeitpunkt des Lösens der Bremse oder kurz vorher wird es nämlich interessant. Und zwar versuche ich nämlich von Anfang an ab dem Einlenkpunkt mein Knie um 90 Grad vom Körper oder vom Bike wegzustrecken. Wirklich im 90 Grad Winkel. Warum? Ich will so früh als möglich Bodenkontakt. Die Referenz zu wissen, wann bin ich mit dem Knie am Boden, ist für mich essentiell. Ich könnte keine Kurvengeschwindigkeit fahren, wenn ich keinen Knieschleifer drauf hätte. Weil ich dann nicht weiß, wo ich bin. Das heißt, ich versuche so früh als möglich Knie zu schleifen, um auch so ein
dritten Ankerpunkt am Boden zu haben und auch so ein bisschen Gewicht darauf abzulegen. Die Körperhaltung ist ab dem Zeitpunkt des Lösens der Bremse und des Anlegen des Stützgases am entscheidendsten, weil da baue ich natürlich maximale Schräglage auf. Die will ich am Motorrad verringern, indem ich mein Körpergewicht neben das Motorrad packe. Also muss ich da wirklich konsequent anfangen, mit dem Körper neben das Motorrad zu gehen. Dabei spielt es jetzt keine Rolle, ob deine Wirbelsäule hundertprozentig gerade ist oder einen minimalen Knick drin hat. Da kann man drüber streiten. Das sind aber Nuancen. Wenn du dir heute einen Reiterberger oder Michalczyk in der IDM anschaust, dann ist das Thema Hang-Off relativ schnell geklärt. Weil die haben bewiesen, dass sie schnell sind und von denen beiden schleift keine Ellbogen. Von dem her ist es einfach nur wichtig, neben das Motorrad zu gehen, um minimale Schräglage, trotz maximaler Schräglage, am Motorrad zu haben. Das heißt, leg nicht zu viel Wert auf die Optik, sondern versuch einfach, den Körper neben das Motorrad zu kriegen. Viel wichtiger dabei ist die Kopfführung. In der Regel ist es nämlich so, dass das Motorrad in eine gewisse Richtung schaut und noch nicht fertig geturnt ist, weil wir turnen so lang, wie die Kurve ist und das machen wir im Stützgas. Also, in der Regel ist es so, dass ich als Fahrer aber das Motorrad führe. Das heißt, ich als Fahrer sage, hier geht's lang. Das Motorrad sagt aber vielleicht noch, wir fahren noch hier lang. Das heißt, das Motorrad schaut in die Richtung, dein Kopf sieht aber schon in die Richtung. Deswegen ist es wichtig, dass du nicht in die Richtung des Motorrads mit dem Kopf schaust und die Augen dann irgendwie hier rüber fahren, so sag ich nicht, ich will hier. Nein, das Motorrad fährt hier rüber und du sagst, wir gehen hier. Das ist das wichtige, ganz bewusste Lösen der Blickrichtung des Oberkörpers, des Kopfs, weil der Kopf fängt an, der Oberkörper kommt nach und dann kommt dieses Lösen vom Motorrad, um quasi Richtung vorzugeben. Das ist extrem entscheidend und Blick nach wie vor über den Scheitelpunkt hinweg zum Ausgang. Ganz eine wichtige Sache in maximale Schräglage ist für mich die 3-Punkte-Regel. Innere Fußraste, Gewicht mit dem inneren Ballen darauf stehend, also ein sehr großer Anteil meines Körpergewichts. Die äußere Fußraste soll eingehängt sein, wie so eine Piratenhacke in der Hacke des Fußes. Ganz wichtig dabei ist, dass der äußere Fuß, also äußere Bein, Fuß ist das untere, das äußere Bein einen ordentlichen Knieschluss aufbaut. Das heißt, diese 3 Punkte, äußere Raste, innere Raste, Knieschluss. Wenn diese 3 Punkte passen, dann bin ich im Motorrad sehr gut verankert. Das kann ich gegenprüfen, indem dass ich versuche, in dieser maximalen Schräglage, je nachdem wie lang die Kurven sind, die innere Hand, speziell die innere, weil sonst die Last da drauf ist, versuche locker zu lassen. Das heißt nicht, dass ich die rechte Hand vom Gas wegnehmen muss, sondern mit meinem Winken, kann ich machen. Aber in der Regel, wenn ich das Gas die Hand wegnehme, bleibe ich halt fast stehen. Das heißt, links geht's eher als rechts. Aber ich versuche einmal kurz die Hand zu lockern. Wenn das nicht geht und wenn ich feststelle, dass ich sehr viel Druck auf der inneren Handfläche habe oder auf dem Arm, um nicht vom Motorrad zu fallen, dann weiß ich, dass diese 3-Punkte-Regel, wie gerade angesprochen, nicht vorhanden ist. Und dann kann ich mich selbst sofort korrigieren. Hin und wieder sitzt man halt einen Zentimeter zu weit rechts oder links und ist halt nicht direkt am Tank mit dem Knie und dann passt das nicht gut und zack, bumm, hast du eine Kontrolle. Und du kannst sofort korrigieren. Mache ich ständig in jeder Kurve. Wichtig dabei ist auch, dass ich das Knie permanent am Boden halte. Ab dem Zeitpunkt, wo du das Knie wieder zurücknimmst, weißt du eigentlich nicht mehr, wie schräg du bist. Der Horizont wird immer von deinem Gehirn ausgeglichen. Das heißt, du bist tendenziell vom Gehirn her immer relativ aufrecht. Wenn das Knie aber am Boden ist, weißt du, du bist nicht aufrecht. Und das ist der Indikator, der extrem wichtig ist. Und das sagen auch viele Profi-Rennfahrer, die sagen, lass das Knie am Boden, führe mit dem Knie das Motorrad wie so ein Zirkel ums Eck. Wenn wir wieder zu unserem First Touch kommen, wo wir quasi von Stützgas zu 30% Drosselklappe gehen, ist der sogenannte Pickup extrem wichtig. Das Motorrad wirklich aufrichten. Dabei nehme ich den kurvenäußeren Arm so lange als wie möglich. Also nicht so, sondern so. Das ist so ein kleiner Puck, ne, wo man das Motorrad kurz wegdrückt. Dabei entstehen minus 5 bis 10 Grad Schräglage und du generierst einfach viel mehr Grip am Hinterrad und kannst dann sehr konsequent das Gas öffnen. Tja, die spannendste Frage aller Fragen am Schluss, wo ist denn dann jetzt das Limit? Wie viel Kurvenspeed kann ich gehen? Grundlegend kann man durchaus sagen, dass solange dein Motorrad, vorausgesetzt du machst das richtig, was wir gerade besprochen haben, dahin fährt, wo du hin möchtest. Also wenn du sagst, hey, ich möchte noch ein bisschen enger fahren, Moped sagt, okay, kein Problem. Du sagst, hey, ich möchte gerne so ein bisschen noch mal schneller fahren in der Kurve, der Moped sagt, ist kein Problem, machen wir. Dann bist du grundlegend vom Kurvenspeed maximal noch weg. Das heißt, du hast noch Reserve, was gut ist. Das Herantasten an diesen maximalen Kurvenspeed würde ich auf keinen Fall machen mit ich bremse jetzt später.
Später bremsen ist massiv schwieriger und führt meistens zu viel mehr Stress am Kurveneingang, bringt dir keinen höheren Kurvenspeed ohne viel Risiko. Mit geringerem Risiko, natürlich nach wie vor Risiko, würde ich aber empfehlen, genauso spät zu bremsen wie jetzt, aber die Bremse schon wieder früher loslassen oder weniger hart bremsen und schon wieder früher Stützgas anlegen und eben den Blick vom Scheitelpunkt zu wenden und zum Ausgang zu gucken. Dann wirst du merken, umso mehr du dich dahin rantastest und die Bremse loslässt, wirst du merken, ah, das geht viel schneller. Sobald du diesen Effekt hast, dieses ah, wirst du auch in jeglichen Kurven schneller fahren. Ich würde das allerdings nicht an den langsamen Kurven probieren. An den langsameren Kurven ist man tendenziell eher schon am Kurvenspeed-Limit. Das ist, weil du dich auf der Strecke an hohe Kurvengeschwindigkeiten schon gewöhnt hast oder allgemein hohe Geschwindigkeiten. Wenn du dann enge Kurven mit 60, 70 km/h fährst, fühlst du dich tendenziell sehr langsam. Da ist das Gehirn schon auf langsam programmiert, obwohl du da aber schon sehr schräg fährst. Wenn du jetzt an diesen Kurven versuchst, noch schräger, noch schneller zu fahren, endet das meistens mit einem Vorderradrutscher, was ich nicht empfehlen würde. Deswegen würde ich mir hier so mittelmäßige Geschwindigkeitskurven aussuchen. 80, 90, 100, 110 km/h Kurven sind da sehr gut. Da ist meistens noch viel Luft bei jedem Hobbyfahrer und das ist in der Regel auch sicherer. Kurven mit 200 km/h oder kurz darunter oder darüber würde ich hierfür nicht nehmen, weil es viel schwieriger ist, weil du einfach viel mehr Gehkräfte hast, die du kompensieren musst und die Einlenkpunkte noch viel diffiziler sein müssen, um den Scheitelpunkt zu erreichen und so weiter, weil eben weniger Zeit vorhanden ist aufgrund des höheren Speeds. Wenn dein Motorrad dir schon anzeigt, dass der maximale Kurvenspeed erreicht ist mit den Komponenten, die du verbaut hast, also mit dem Reifen, mit dem Fahrwerk, wie das Motorrad steht und deinem fahrerischen Können, dann passiert in der Regel ein Rausschieben. Also das Motorrad fährt hier raus und du willst aber hier hin. Das ist ein typischer Klassiker dafür, dass das Motorrad oder dass du jetzt mit den vorhandenen Komponenten am Limit bist. Das kannst du natürlich nicht sagen, wenn du als Fahrer die Stützgasphase nicht in gleicher Geschwindigkeit hältst, sondern tendenziell schneller wirst, weil das funktioniert natürlich nicht, dann ist es ein fahrerisches Problem. Wenn du das aber im Griff hast, also sprich die vorherigen Komponenten alle richtig machst, die wir angesprochen haben, dann kannst du davon ausgehen, dass du ein Balancedefizit im Fahrwerk hast, was durchaus definitiv der Fall sein kann und zwar sehr oft der Fall ist, weil das Level vom Motorrad immer zu dem Level vom Fahrer passen muss und nicht so sein darf. Ja, abhängig von Kurvengeschwindigkeit, allgemeiner Rundenzeit, Compression auf der Bremse, Körpergewicht, bla bla bla. Das sind so viele Faktoren, die dadurch eine riesen Rolle spielen. Ein weiterer Vorteil dieses Frühlösen des Stützgases, wenn es ums Thema Kurvenspeed erhöhen geht, ist, dass ich schon die Front entlasse. Also wenn ich früh Stützgas anlege, habe ich den Vorteil, dass ich früh Spin über das Hinterrad generiere und dementsprechend wenig Last am Vorderrad habe. Wenn die Hinterachse schon leicht spinnt und leicht driftet, das sieht man noch nicht, aber es ist schon so ein leichter Winkel, dann hast du den Vorteil, dass die Front nicht mehr wegrutschen kann. Also Spin über die Hinterachse durch frühe Stützgas anlegen schützt die Front, was dir die Möglichkeit gibt, den Kurvenspeed zu erhöhen, weil über das Hinterrad rutschen ist kontrollierbarer für viele von uns, auch für mich, als wie wenn du über das Vorderrad rutscht, was meistens über ein Vorderradrutsch endet. Also, das waren viele Tipps auf einmal. Ich bin gespannt, ob du das umsetzen kannst. Ich möchte darauf hinweisen, dass du das bitte nur auf der Rennstrecke machen sollst. Und ja, ich würde mich freuen, wenn du deine Erfahrungen dazu in das Video in die Kommentare schreibst. Ansonsten würde ich mich natürlich freuen, wenn du den Kanal abonnierst und wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Also, viel Spaß beim Üben und viel Spaß beim baldigen Saisonstart. Ciao.